Wärme aus der Tiefe. Die Firma Baugrund Süd holt sie nach oben. Die Geothermie für viele Hausbesitzer ein Ausweg aus der Energie- und Klimakrise. Nachhaltig, das war uns wichtig. Zukunftsträchtig, auch was, was irgendwie entscheidend für uns ist. Die Nachfrage nach Erdwärme hat extrem zugenommen. Allein Baugrund Süd hat zurzeit 40 Bohrtrupps permanent im Einsatz. Weil die Energiewende ist da und ich bin mir sicher, wir gehen nicht mehr in der Form zurück zum Gas, wie es bisher war. Wir begleiten 4 Bohrteams auf verschiedenen Baustellen, jede mit eigenen Herausforderungen. Also ist schon immer wieder spannend, wie man es doch hinkriegt, jetzt auch hier bei so beengten Verhältnissen, wie es doch funktioniert. Ja. Das Bohren ist Leidenschaft. Morgens um 7 in einem beschaulichen Wohngebiet in Kempten. Ein Bohrtrupp von Baugrund Süd rückt an. Normalerweise sitzt Bauleiter Erich Wirth um diese Zeit in seinem Büro. Heute ist er aber mit rausgefahren, um seinen jüngeren Kollegen Tobias Erli zu unterstützen. Ein Einfamilienhaus aus den 60ern wird saniert und energetisch fit gemacht, mit Hilfe der Geothermie. Ein kleines Problem haben wir. Unser Lieferant hat zu viel Material angeliefert. Er hat die Baustelle vertauscht, das müssen wir jetzt auch noch wegräumen. Aber der Nachbar ist so nett und hat uns gesagt, wir dürfen es bei ihm so lange abstellen. Und das vereinfacht es jetzt ein bisschen. Und ja, das sind jetzt so Vorbereitungsarbeiten, die jetzt einfach eine gewisse Zeit brauchen. Aber es gehört halt dazu. Ja. Ja. Aber es sieht jetzt ganz deutlich, wie der Platzbedarf ist für uns. Also so auf einer 5 Quadratmeter grünen Wiese wird es schwierig. Ja. Also eine gewisse Fläche brauchen wir einfach. Genau. Und das ist schon wirklich so an der Grenze, sage ich mal. Also da passt jetzt das Baugerät gerade so drauf, aber es funktioniert. Meist kommt es anders als geplant. Das Umstellen der Zementsäcke hat sie wertvolle Zeit gekostet. Trotzdem bloß keine Hektik, Sorgfalt geht vor. Der hat das Bohrgerät jetzt ausgerichtet. Also das heißt, er hat es ins Wasser gestellt, damit die Bohrung dann auch senkrecht in die Erde geht. Nicht, dass der nachher, wenn er unten ist, 10 Meter weiter drüben beim Nachbar rauskommt. Das ist jetzt das Bohrgestänge. Da ist der Bohrkopf mit dran. Man sieht hinten so einen Bohrkopf. Und das hier ist diese Schutzverrohrung, nennt sich das. Und die wird so lange mitgeschoben, bis die Geologie, das Erdreich alleine stehen bleibt. Also Sandy und Kiese, wenn wir die nicht abverrohren würden mit der Schutzverrohrung, würden die immer aufs Bohrwerkzeug fallen und dann hätten wir große Probleme. Wir haben hier in der Gegend schon mal gebohrt und dann sieht man, dass die ersten 10 Meter Moräne waren. Danach kam schon Molasse. Das heißt, er muss hier nicht so tiefe Schutzverrohrung machen. Aber es ist schon mal ein Anhaltspunkt, an dem sich der Geräteführer orientieren kann. Der Bohrkopf sitzt am innenliegenden Bohrgestänge. Die Schutzverrohrung liegt außen. 116 Meter haben sie sich vorgenommen. Noch sind sie optimistisch, das auch zu schaffen. Keiner ahnt, dass ihnen die Geologie später noch einen Strich durch die Rechnung machen wird. Ich finde zum einen mal das regenerative Energiengeschichte finde ich immer spannend. Also ich persönlich habe vor 20 Jahren schon sowas gemacht, auch mit Baugrund Süd. Und läuft immer noch hervorragend. Das ganze Maschinengedöns hier. Also ist schon immer wieder spannend, wie man es doch hinkriegt. Jetzt auch hier bei so beengten Verhältnissen, wie es doch funktioniert. Ja. Nach 10 Metern haben sie tatsächlich festes Gestein unter sich und können den Bohrkopf wechseln. Alle 2 Meter verlängern sie das Bohrwerkzeug und haben inzwischen schon 54 Meter erreicht. Doch dann die schlechte Nachricht. Wasserproblem. Wir haben Grundwasser angetroffen und es gibt bestimmte Auflagen, die ich nicht überschreiten darf an Wasserzufuhr. Da sind wir jetzt gerade am Messen und die Geologin, die das Ganze überwacht, die hält jetzt Rücksprache entsprechend und dann wird entschieden, wie es weitergeht. Zwangspause, bis das Wasserwirtschaftsamt entscheidet, ob sie weiterbohren dürfen oder abbrechen müssen. Ummendorf bei Biberach an der Riss. Eine weitere Baustelle von Baugrund Süd. Wetter ist top, schon mal gut. Und Stand der Dinge ist mir
sind soweit mit der letzten Bauern bei gestern fertig und fahren jetzt auf die nächste. Hier will eine Spedition auf Erdwärme umsteigen. 32 Sonden müssen sie bohren oder, wie sie sagen, abteufen. Anschließend kommt in jedes Loch eine Erdwärmesonde. Anders als in Kempten ist hier viel Platz, aber es gibt eine besondere Herausforderung, oder was heißt besonders, ist halt nicht ganz einfach zum Bohren. Wir haben hier ein bisschen eine spezielle Geologie. Man muss mit Dreck auch Umgang erkennen. Kann auch mal vorkommen, dass sie morgens um 7 Uhr schon eine eiskalte Dusche kriegen. Wegen der speziellen Geologie können sie hier nur 75 Meter tief bohren. Das heißt, mehr Erdwärmesonden, um den gleichen Ertrag an Erdwärme zu bekommen. Doch diese sollen nicht nur für warme Räume sorgen. Ein wichtiger Anteil an der ganzen Sache ist auch das Thema Kühlen. Also der Vorteil ist, mit Erdwärme kann man nicht nur heizen, sondern auch kühlen. Und wir haben hier ca. 150 kW Heizleistung und 90 kW Kühlleistung, die über ein Erdwärmesonnenfeld abgedeckt wird. In Ummendorf ergibt sich für den Bauleiter noch eine weitere Herausforderung. Die nötigen Wärmepumpen sind ein ganzes Stück entfernt. Also der Technikraum befindet sich am Ende dieses Platzes hier. Das heißt, es wäre naheliegend, hier zu bohren. Und das war auch der ursprüngliche Plan, dass wir diese 30 Erdwärmesonden hier abteufen. Und im Rahmen des Genehmigungsverfahrens werden allerdings auch die Behörden gefragt. Und in dem Zuge stellte sich raus, dass hier eine Altlastenverdachtsfläche ist. Denn früher wurden an dieser Stelle Bahnschwellen imprägniert. Durch ein Bohrloch könnten Schadstoffe ins Grundwasser gelangen. So musste man das Bohrfeld dann letztendlich verschieben und hat jetzt hier dann den Nachteil, dass man eine relativ lange Anbindeleitung hat, um die Energie aus dem Erdreich auch in den Technikraum und zur Wärmepumpe zu bringen. Hier laufen die Fäden zusammen. Der Firmensitz von Baugrund Süd in Bad Wurzach. Seit einigen Jahren gehören sie zur Weishaupt-Gruppe, einem Hersteller unter anderem von Wärmepumpen. Heute beschäftigen sie an die 400 Mitarbeitende und suchen händeringend mehr. Alois Jäger hat den Betrieb vor 25 Jahren gegründet. Ja, im Moment ist das jetzt unsere dritte Werkstatt mittlerweile, seit der Gründung 97. Auf den Neubau ist er stolz. Die Werkstatt, die größte im KfW 40. Stil, wirklich Niedrigenergie, sensationell und auch für Bad Wurzach, was ich weiß, die erste Werkstatt, wo so gebaut wird. Und wir sind klimaneutral, PPV kommt noch aufs Dach und wir haben schon 74 kW und natürlich wird mit Erdwärme geheizt. An die 3,5 Millionen Kilometer haben sie schon in die Tiefe gebohrt und die Auftragsbücher sind gerade jetzt zum Bersten voll. Also wir spielen in der Richtung Bundesliga, muss ich ganz ehrlich zusagen, da bin ich stolz drauf, aber es geht nur mit guten Spielern, also mit guten Mitarbeitern, vor allem aus der Region. Menschen wie Schlosser Reinhold Eisenhauer, der abgenutztes Bohrwerkzeug wieder flott macht. Das untere Teil ist normales Eisen und es ist obendran, die Spitzen sind Wolfram. Sehr hart, kann man normalerweise nicht schleifen, außer mit einer Diamantscheibe. Etwa eine halbe Stunde braucht er pro Bohrkrone. Manchmal hat er davon 20 Stück am Tag. Schon anstrengend, ja. Abends ist man fertig. Mit einer so aufgearbeiteten Bohrkrone kommen sie 80 bis 100 Meter in die Tiefe. Dann müssen neue Zähne drauf. Zur Geschäftsleitung gehört auch Christoph Kniepel. Er ist fast von Anfang an mit dabei. Also wir sind jetzt hier in der Schatzkammer von Baugrund Süd. Hier sind unsere ganzen Bohrwerkzeuge gelagert, die wir für die Durchführung jetzt in dem Fall von Erdwärmesondenbohrungen benötigen. Hier rechts sind mehr die Bohrwerkzeuge für Festgestein. Damit können Sie zum Beispiel auch Granit durchbohren, Sandsteine. Also wenn der Untergrund wirklich, sag mal, einfach hart ist. Und hier drüben sind dann weitere Bohrwerkzeuge auch für Lockergesteine, für Tone, wo man dann dort sehr schnell einen Bohrfortschritt erzielen kann. Also Geothermie ist eigentlich flächendeckend einsetzbar. Wir haben hier sehr, sehr gute geothermische Randbedingungen in unserer Region. Wir müssen natürlich immer einen Blick haben auf das Wasserrecht, auf den Grundwasserschutz. Aber sonst ist unsere Technologie flächendeckend und effizient einsetzbar. Einmal investieren und eine Zukunftsquelle, Energiequelle, ist immer da.
Ich brauche ein kleines Aggregat dazu, um höhere Temperaturen zu generieren. Und das war's. Und das ist die Wärmepumpe. In Ummendorf geht es weiter. Thomas Scheele arbeitet sich mit seinem Bohrgerät vorwärts. Wenn man irgendwo bohrt und man weiß nicht, wie es da geht und was da ist, die Erfahrung im Untergrund zu machen, die ist schon interessant. Und das ist auch das Coole an dem Beruf. Alte, bewährte Technik. Schön und alt, aber sie läuft. Die Bohrung ist jetzt unter, auf Endhäufe. Wir bauen jetzt Bohrgestänge aus und dann können wir Sonde einbauen. Durch die Sonde zirkuliert später ein Gemisch aus Wasser und Frostschutzmittel, das die Erdtemperatur zur Wärmepumpe transportiert. Die Sonde wird jetzt mit Wasser gefüllt. Durch das, dass wir ja Wasser im Bohrloch haben, schwimmt die auf. Also wir haben die Gewichtsstange ja reingemacht als Gewicht. Und die füllen wir jetzt mit Wasser. Durch das, dass sie auch noch schön schwer wird, geht die runter. Und auch als Gegendruck, sprich als Schutz, damit sie nicht kollabiert. Wenn die Sonde unten ist, können sie oben die Schläuche kappen. Wir machen das weiter mit der Verpressung. Sprich, wir pumpen das Zement von unten nach oben. Das nennt sich Kontraktorverfahren. Im gleichen Atemzug messen wir, wo der Zement gerade steht. Mein Signal kommt jetzt gerade und jetzt steht er direkt bei 50 Meter. Jetzt soll ich wieder meine 5 Meter hochkurbeln. Jetzt ist der Sensor wieder 5 Meter weiter oben und somit muss ich jetzt wieder warten, bis der Zement wieder ansteigt, bis ich mein Signal wieder kriege. Das funktioniert, weil der Zement magnetisiert ist. Alles müssen sie akribisch dokumentieren. Es hat früher einfach Probleme gegeben, auch mit dem Staufen, und da sind die Auflagen so extrem geworden. Darum müssen wir das jetzt dokumentieren. Somit können wir lückenlos nachweisen, das Bohrloch ist verfüllt, dann haben wir hinterher keine Probleme. Jetzt. Gut! Vor einigen Jahren war Geothermie in Verruf geraten. In Staufen, Böblingen und anderen Orten kam es zu Geländehebungen und schweren Gebäudeschäden, weil zuvor Anhydritschichten angebohrt wurden. Das Gestein ist aufgequollen, wurde zu Gips und hob das darüberliegende Erdreich. Staufen war für unsere Branche extrem schwierig. Was ist schiefgelaufen? Also aus meiner Sicht klare handwerkliche Fehler. Ganz klar falsche Bohrtechnik und falsches Verpressmaterial. Da gab es ganz klare Auflagen, was man verwenden muss. Und das hat man nicht verwendet, trotz einer Fachaufsicht. Keiner durfte mehr bohren in Baden-Württemberg, bis das geklärt war. Und heute haben wir ein Level, wo ich mir nie damals vorstellen konnte, dass man dieses Level erreicht. Also höchste Kontrolle, top ausgebildete Leute brauchst du dazu. Ansonsten brauchst du in Baden-Württemberg oder generell nicht mehr bohren. Also Staufen hatte, so schlimm es jetzt war, auch was Gutes. Muss ich echt sagen. Wieder in Kempten. Noch ist nicht klar, ob sie weiter bohren können oder wegen des Grundwassers abbrechen müssen. Die zukünftige Eigentümerin Laura Schneider ist auch vor Ort. Ja, es ist super spannend, diese Bohrung heute hier zu sehen, weil das irgendwie so von langer Hand geplant war und ja sowieso als Thema jetzt irgendwie in aller Munde ist, also nicht erst seit der ganzen Ukraine-Geschichte, und sehr spannend. Ja. Wir gehen mal da durch. Das ist die Wandheizung, also im Zusammenhang mit dieser Erdwärmepumpe, die wir jetzt kriegen, braucht man eine Flächenheizung, und das ist eben eine Flächenheizung. Und man hätte auch eine Fußbodenheizung machen können, aber wir wollen gerne die alten Böden hier im Haus erhalten, weswegen Fußbodenheizung sich da nicht geeignet hat. Es soll eine sehr angenehme Wärme sein, also wir sind gespannt drauf. Draußen vor dem Haus hat die Geologin Franziska Rümmele Neuigkeiten. Können wir weiterfahren? Die Menge einströmenden Grundwassers ist noch vertretbar, aber der Bohrtrupp hat wertvolle Zeit verloren. Das ist einfach so. Also wir bieten das pauschal an, eine Bohrung. Also die bohrtechnischen Probleme sind dann quasi bei uns. Also ob wir jetzt einen Tag rummachen oder drei, das ist natürlich dann unser Problem, sage ich mal. Doch die Entwarnung währt nur kurz. Inzwischen strömt zu viel Wasser ein. Also wir haben bei 54 Kluftsystemen angebohrt, das wasserführend war. Das Kriterium hier in Bayern ist eben, dass man die 1 Liter pro Sekunde Grenze eben nicht überschreitet. Das war in diesem Fall eben, wir haben 1,4 Liter in der Sekunde, deswegen müssen wir jetzt leider einstellen. Deshalb müssen sie statt einer tiefen nun zwei flache Bohrungen abteufen. Mehr Arbeit für das Bohrteam. Mit der zweiten Bohrung können sie heute nicht mehr beginnen.
Die Zeit reicht noch, um das erste Bohrloch mit Sonde auszurüsten und mit dem Spezialzement zu verpressen. Wir haben das Ziel eigentlich nicht erreicht, dass wir die Bohrung komplett fertiggestellt bekommen durch die Bohrtiefenbegrenzung. Aber wenn man die Örtlichkeiten sieht mit der Enge der Baustelle, war doch sehr kompliziert zum Einrichten, können wir glauben, Ende doch zufrieden sein. Morgen werden sie in 6 Meter Entfernung ein zweites Bohrloch abteufen. Reutlingen braucht ein neues Landratsamt. Doch liegen hier noch Blindgänger vom Zweiten Weltkrieg im Boden? Auch eine Aufgabe für die Bohrspezialisten aus Bad Wurzach. Feuerwerker Markus Eisele macht sich auf die Suche. Also wie man jetzt hier sieht, ist die ganze Fläche noch voll mit Schrottteilen. Hier mal, würde man sagen, eine Feder aus einer alten Matratze. Haben wir hier noch keine Chance, die Fläche freizugeben. Jetzt lassen wir den Bagger noch mal 10 cm oder 20 abziehen, bis wir einen sondierfähigen Untergrund haben. Und danach können wir die Fläche freigeben und der Tiefbau kann bis auf Endtiefe vorantrieben werden. Ganz vorsichtig arbeitet sich der Bagger durch den Untergrund. In Reutlingen müssen sie auch die Seitenwände der Baugrube untersuchen. Denn nächste Woche sollen hier massive Queranker schräg in die Erde gebohrt werden. Eisele und seine Kollegen müssen die Grubenwände vorsondieren. Aber die Entschärfung gefundener Bomben überlassen sie dem Kampfmittelräumdienst. Also selber entzündern möchte ich nicht ungern. Ja, Risiko, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ich habe ja hier das Panzerglas. Unten ist so eine Stahlplatte drin mit 6 mm. Und lebe in der Hoffnung, dass alles miteinander dann wegfliegt. 8 bis 10 Meter müssen sie schräg in die Wände bohren. Bei der Schnecke ist der Vorteil, die ist relativ dünn vom Material. Wenn wir da auf was treffen, Bomben sind zylindrische Stahlkörper, rutscht man auf der Bombe ab. Der Baggerfahrer merkt sofort, er hat einen Bohrwiderstand. Man hört auch das Kratzen irgendwann. Soll sich das als Metallobjekt herausstellen, gibt es eine Bergung. Und dann bauen wir weiter, machen das nächste Loch. Der schöne Teil der Arbeit, warten. Also jetzt sehen wir den Bohrauswurf, den die Schnecke vorne fördert. Unten das zusammenklebende, ist einfach ein Lehm. Jetzt sehen wir langsam, jetzt kommt die Übergangsschicht, jetzt geht es dann in Schiefer rein. Ja, eigentlich könnte man auch aufhören beim Schiefer, weil der ist so hart, da können Bomben nicht mehr eindringen. Machen wir nicht, wir gehen einfach auf unsere Endtiefe, gehen wir auf Nummer sicher, weil bei Kampfmitteln gibt es auch keinen zweiten Versuch. Alle 3 Meter wird Eisele mit seinem Team jetzt eine Bohrung abteufen und anschließend sondieren. Gelernt habe ich eigentlich mal Bademeister. War dann nicht ganz so spannend. Auf den Beruf Feuerwerker bin ich dann gekommen über die Bundeswehr. Jetzt arbeite ich bei Baugrund Süd. Seit 6 Jahren jetzt Kampfmittelbeseitigung. Die Sonde verrät Ihnen gleich, ob sich verdächtiges Metall im Boden befindet. Wenn jetzt ein Ausschlag käme, müsste man erstmal mit dem Statiker reden. Vielleicht kann man den Anker versetzen, verkürzen, eine tiefere Eintauchtiefe bestimmen, zum einfach an dem Objekt vorbeikommen. Die sichere Variante, was auch von uns immer empfohlen wird, ist natürlich die Bergung. Das heißt, wir schauen dann, wie weit sind wir vom Bohrlochanfang entfernt, machen dann die Straße auf im schlimmsten Fall, graben runter, schauen, was es ist. Der Tag heute bleibt, was Bomben angeht, ergebnislos. Man findet hier nicht nur Kampfmittel oder Bomben und Munition, man findet auch mal was Schönes, wie hier ist ein Ammonit in dem Opalinuslehm, der dann irgendwann weit unten schiefer wird. Ja, wie man sieht, ganze Boden voll, auch schön. Die Geheimnisse der Böden, die untersuchen sich hier am Firmensitz von Baugrund Süd in Bad Wurzach. Mit geologischen Untersuchungen des Baugrundes hat es vor 25 Jahren angefangen. Die Geothermie kam bald dazu. Daniel Zwortsch gehört zum Geologenteam, das den Böden auf den Grund geht. Wir waschen den Ton und Schluff aus, damit wir nachher das Material in Siebmaschine sieben können. Dass wir wissen, wie viele Anteile an Kies, Sand, Schluff und Ton das Boden enthält, damit können wir das am besten beschreiben. Und das liefert uns auch die Werte für Durchlässigkeit vom Boden
und allgemeine Zusammensetzung. Wie belastbar ist ein Boden, auf dem ein schweres Gebäude entstehen soll? Das misst Daria Petricevic mit dem Plattendruckversuch, ein weiteres Aufgabenfeld von Baugrund Süd. Ich arbeite als Geologin bzw. Feldgeologin. Der Lastplattendruckversuch dient zur Bestimmung der Formbarkeit und Tragfähigkeit des Bodens. Für diesen Versuch brauchen sie oben als Gegenstück ein mindestens 8 Tonnen schweres Gewicht. Dieser Bagger hat 14. Schon krass, ja. Hier können sie bedenkenlos weiterbauen. Füssen. Viele Projekte von Baugrund Süd laufen zurzeit in Bayern. Hier wird eine Schule von Grund auf saniert. Dazu gehört auch der Einbau von Wärmepumpen. Diese funktionieren allerdings nicht mit Erdwärmesonden, sondern mit Grundwasser. Deshalb graben sie einen Brunnen. Bauleiter ist Matthias Krug. Das Wasser ist im Sand oder im Kies, ist auch gut durchlässig und ich kann das Wasser gut entnehmen. Und irgendwo kommt mir eine verstauende Schicht, das ist halt ein Ton. Und bis dahin ist mir es auch erlaubt, wasserrechtlich zu bohren. Und aus dem nehme ich mein Wasser raus. Das Wasser hat so ca. 10 bis 12 Grad, wo ich entnehme. Und je nachdem, ob ich nahe heiz oder kühl, verändere ich die Temperatur am Wasser. Den Brunnen graben sie mit einem sogenannten Greifer. Der kann hinten die Winde auslösen und dann geht er im freien Fall mit seinem Gewicht, der wiegt ca. 2 Tonnen, im Freifall runter, dringt hier unten mit seinen zwei Schaufeln in den Boden ein und verschließt sich automatisch. Die ersten 2-3 Meter sind sehr spannend. Man erkundet natürlich den Untergrund im Voraus. Aber es kann immer mal sein, dass irgendwas im Bestand noch drin ist. Und jetzt sieht man dann die ersten 2 Meter, ob dann tatsächlich vielleicht noch Leitungen, Wasserleitungen, Gasleitungen oder sonstiges mitkommt. Heute am Bagger Stefan Götze aus Köln, ein Seilartist der besonderen Art. Also ganz wichtig, mein Seil ist mein Ein und Alles. Ja, das muss immer anständig liegen, dadurch, dass ich ja mit Freifall arbeite. Das heißt, ich lasse den Greifer fallen. Ja, wenn das Seil sich dann verspringt und ich ziehe das an und der wiegt 3 Tonnen und ich ziehe das übers Kreuz, dann reißt das Seil, dann ist es kaputt. Ich sage, das ist nicht einfach, auch wenn das einfach aussieht. Das Loch immer wieder treffen. Wie oft passiert es, wenn du das in dein Leben triffst? Gar nicht. Unser Geräteführer bohrt seit 20 Jahren und der hat es im Blut. Also wenn man sieht, wie der reinschwenkt in das Rohr und rausschwenkt, das passt jeder Angriff. Ja, macht er gut. Das Bohren macht Spaß. Das Bohren ist Leidenschaft. Ich bin Brunnenbauer, also ich will Wasser sehen. Nachdem sie knapp 26 Meter fertig gebohrt haben, kommt das Brunnenrohr in den Schacht. Es hat feine Schlitze, um das Grundwasser aufzunehmen. Also, das wäre jetzt Filterkies in einer Kornung von 2 bis 3,15 mm, DIN-konform. Das wird verwendet um den Brunnen nachher drumherum, damit das Sand und sonstige Schwebteile aus dem Brunnen draußen bleiben und dass das Wasser nachher im Brunnen sandfrei gefördert werden kann. Zurück nach Ummendorf auf die Baustelle vor der Spedition. Alle 32 Bohrlöcher sind gebohrt und mit Sonden versehen. Nachdem wir jetzt die Bohrarbeiten abgeschlossen haben, ist es jetzt so, dass jetzt die zweite Montagekolonne von uns hier ist. Das ist unser Rohrleitungsbauteam. Deren Aufgabe ist es jetzt, die fertiggestellten Erdwärmebohrungen quasi miteinander zu verbinden. Dazu haben wir hier
diesen Verteilerschacht gesetzt. Und dort wird das ganze Medium dann zusammengeführt. Und von diesem Sammelbauwerk geht hinterher eine sogenannte Hauptleitung, also eine große Leitung, von dem Sondenfeld in die Technikzentrale hinein. Dort wartet schon das Herz der Anlage. Ja, dieser Klotz, den wir sehen, ist die Wärmepumpe. Das heißt, das Gerät, was eigentlich die Energie aus dem Erdreich, die ja nur mit knapp 15 Grad dort aus dem Untergrund kommt, in nutzbare Wärme hochpumpt. Das heißt, wir kriegen dort halt hinterher dann eine Wärme mit einer Vorlauftemperatur von 30 Grad, um wirklich das Gebäude auch zu erhitzen. Doch zunächst brauchen sie zwei große Löcher, um die Leitungen in die Zentrale zu legen. Da muss Raphael Dostler ran. Immer wieder blockiert das Bohrgerät. Keine leichte Aufgabe. Geduld ist da alles. Langsam wird es anstrengend. Aber nein, das ist die Arbeit. Das Problem hier ist jetzt, dass das brüchiges Material ist. Das verkantet sich dann unten im Loch in der Krone. Und deshalb stockt die immer wieder. Da muss man die Krone ausbauen, das Material rausholen. Und dann kann man ja später bauen. Deshalb dauert das jetzt hier zum Beispiel gerade länger. Ärgerlich, aber machbar. Nach 2,5 Stunden ist er endlich durch die Wand. Wir haben es geschafft. Nee, war jetzt schwieriger als erwartet. Aber trotzdem fertig. Froh. Jetzt zweite. Draußen im Bohrfeld müssen sie jetzt nur noch die 32 Sonden mit dem Verteilerschacht verbinden. Auch in Kempten müssen sie heute die beiden Erdsonden mit der Wärmepumpe im Haus verbinden. Deshalb heißt es Gräben ausbaggern. Bauleiter Erich Wirth und Vorarbeiter Walter Müller hoffen, dass heute alles nach Plan läuft. Ich sag mal so, man sieht nie in die Erde rein. Wir wissen nicht, vielleicht kommt doch eine Leitung, die nicht bekannt ist, aber normal sollte eigentlich alles nach Plan laufen. Hoffen wir zumindest. Trotzdem wollen sie für alles gewappnet sein. Zu Recht, wie sich schnell herausstellt. Das ist ein altes Stromkabel. Ob das noch in Betrieb ist oder nicht, eher nicht. Aber können Sie da so sicher sein? Also wir haben ja aktuelle Leitungspläne eingeholt, wie es gehört. Und das ist aus unserer Sicht eine uralte Stromleitung, die quasi tot ist. Also vorsichtig weitergraben und die Sonden anschließen. Auch für das Stromkabel finden sie eine Lösung. Das haben wir jetzt tiefer gelegt. Das hat der Barsch da unten reingelegt und hat es drinnen gelassen. Der hat da so ein Gerät, da kann er prüfen, ob Strom drauf ist. Und es ist keiner mehr drauf, also vermutlich ein uraltes Kabel, das schon, vielleicht schon vor dem Bau gelegen ist. Bald werden die neuen Besitzer ihr Haus mit Erdwärme heizen können. Die Kosten bewegen sich je nach Anlage im fünfstelligen Bereich. Was bei Eigenheimen funktioniert, soll bald europaweit ein wichtiger Baustein sein gegen Gasmangel und Klimawandel. Die Regierung ist ja dran, dass man verbindlich 65% erneuerbare Energie im Gewerbe, Wohnungsbau generell drin haben muss. Und dann kommt man an die Geothermie aus meiner Sicht, wenn man hohe Leistungen braucht und die Kälte noch dazu, das Kühlen, was ein wichtiger Faktor ist, kommt man nicht mehr vorbei. Und das wird auch Zeit, dass man das erkennt. Die Energiewende. Bei Baugrund Süd sind sie davon überzeugt, dass sie zu schaffen ist.